Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Unboxing des Bewegungssensor von Devolo. Ja, der, seht ihr das? Hier kann man auch in der App einstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie die App heißt. Das ist eine Security-App von Devolo. Die kostet 14 Euro noch was. Ob die jetzt nur einmalig 14 Euro kostet oder monatlich, das habe ich jetzt so nicht geguckt. Und da kann man dann halt sein Haus über die App, wenn man so mehrere so von den Dingern hat, überwachen lassen. Und sozusagen, wenn ich jetzt nicht da bin, kann ich jetzt scharf stellen und dann ruft die App automatisch, wenn die hier Bewegung feststellt, ruft die App automatisch die Polizei. Und dann kommen die Bullen hierher und gucken, ob hier alles okay ist. So, erste Schritte, haben wir die Anleitung. Hier haben wir den Bewegungssensor. Der sieht wirklich exakt so aus wie der vom Thermostat. Ich denke mal, da bräuchte man auch nur hier dieses Magnetding. Oder ist es von der Technik innen drin anders. Ich weiß es nicht, aber so sieht er exakt aus wie der. So, wir haben auch nochmal Schrauben, wenn wir das Ding anschrauben wollen. Und Kleber. Wenn wir was kleben wollen, jo. Dann würde ich sagen, das war soweit für das Unboxing. Da ist jetzt wirklich nicht viel drin. Klein und kompakt, eine Bedienungsanleitung, Aufkleber, Schrauben. Achso, die Warnkarte bzw. Kontaktkarte ist noch drin, die ich noch im Dings. Und wir haben Schraubenkleber und das Gerät an sich. Das war's auch schon. Dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns gleich im Hardware-Video.